So, Video läuft wieder. Ne, so wie ich das sehe, habe ich nur Shadow Man für die Dreamcast. Aber für. Ach, das könnte möglich sein, dass ich das für die Xbox 1 habe. Das wäre denkbar. Da müsste ich aber rumsuchen in Kartons. Das ist, glaube ich, nicht so der passende Moment hier. Open the door, please. Doch nicht. Ist doch. Ja, das ist eigentlich so die Spiele hier. Das steuert sich doch. Hallo? Das steuert sich alles doch ein bisschen sehr ungeschmeidig. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, ob. Also muss ich tatsächlich mit dem Video nach meinem Essen gucken. So, ich habe mal ein bisschen drin rumgerührt und mal ein bisschen kleiner gestellt, das Ganze. So, was mich hier dran stört, ist mittlerweile diese. Ich hätte doch lieber, dass da die Kamera in alle Richtungen schwenken kann. Also nicht nur auf einer Ebene hier, sondern auch nach oben, unten. Das ist natürlich ein älteres Spiel, aber trotzdem stört es mich halt. Die Kämpfe sind auch so undynamisch. Das Einzige, was ich machen kann, ist hier diese Springerei. Dann diese Schläge, dann hier diese Schläge. Und was er nicht machen kann, beispielsweise, ist um die Gegner rumrollen und sowas. Das kann er nicht. Das ist ziemlich so, wie man es. Ich habe nie Dark Souls gespielt, aber wie ich von den Videos gesehen habe, bei Dark Souls kann man auch eine Rolle machen. Oder ich nehme an, diese Tür werde ich später erst aktivieren. Was heißt, ich muss irgendwo einen Schalter oder irgendwas aktivieren und dann geht das Gitter weg und ich komme da durch. Das ist doch das, das würde das Ganze, das ist auch bei Tomb Raider diese Rolle. Das würde das Ganze dynamischer machen. Vielleicht würde es auch, ja, vielleicht würde es das Ganze konfus machen, wie ich mir auch nach oben umsehen könnte. Meine Güte, das war scheiße hier. Hilfe! So. Ich hatte R1 noch eine Funktion hier. Was ist das denn hier? Was man natürlich vergessen kann, ist hier, dass er die abfackeln kann, diese. Wie beim Tomb Raider Reboot. Da sind auch so eine. Was auch immer Teile hier am Hängen, so eine Seidengedönsteile und die zündet man dann an. Das ist halt hier. Von wo bin ich eigentlich gekommen? Weil ich bin so gut, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich gekommen bin. Der Kunde vergisst ja die Post, ja, ich will Ihnen jetzt sagen. So, das sieht aber anders aus. Überall in der Festung Ach ich Gott. Beweise für meine adlige Herkunft Ja. und mein Leben als Priester der Seraphim. Das soll Seraphim sein. Und Seraphim, das Copyright ist schon vergeben, oder wie? Das.
Mal ein bisschen weglaufen hier. Im Laufen ist ja immer gut. Was ist so undynamisch? Kippen Sie mal um! Ja, Tür ist offen. Also das finde ich auch ganz schön nervend, muss ich ehrlich sagen. Wie man gerade gesehen hat. Diese Seelen von denen sind entschwunden. Ich konnte aber nichts machen, weil das Video unbedingt zeigen musste, dass da eine Tür geöffnet wurde. Ist das denn nicht fantastisch? Ich habe übrigens am RGB-Kabel dran. Ich weiß aber nicht, was für eine Auflösung das jetzt bringt mit RGB-Kabel. Das scheint aber mehr, ich meine, das ist, wenn das wie die anderen Teile ist, das ist mehr so Adventure-mäßig. Mal gucken, da mehr drauf, die Verpackung von dem, der das gemacht hat. Ach, das ist hier. Ich meine, das ist Crystal Dynamics. Die auch die Tomb Raider-Reihe machen. Heutzutage. Also dieses. Ah, rumfliegt keiner auch noch. Das war übrigens doch dieses Ausweichen. Wenn man das macht hier, also R1, und dann drückt man das in Kampf, also X. So würde man das sehen. Dann weicht der aus. Ach, bin ich hier nicht hergekommen? Das wird einem aber auch nicht so sehr der Weg angezeigt. Bei mir müsste man das immer mit einem Holzhammer machen. Das heißt, da muss schon irgendwas episch glühen oder so. Hier muss er lang, hier muss er lang. Sie müssen sich auf der... Was? Spektralen Ebene befinden. Was ist das denn jetzt schon? Wir haben eine spektrale Ebene. What? Auf was? Jede Taste mal drücken. Naja. Ich nehme an, da kann irgendwie Körper vom Geist trennen oder sowas. Und da kann er da durchhuschen als Geist. So, Prey-mäßig. Ja, ist mit Sicherheit kein schlechtes Spiel, aber irgendwie. Würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier... Ach, ich mein, von hier bin ich gekommen. Und dann muss da wohl durch dieses Tor, was da erst zu war. Was ist denn diese spektrale Ebene? Naja. Ich könnte natürlich einfach die Anleitung nehmen und mir durchlesen. Das wäre eventuell einfacher. Kann auch sein, dass ich von da gekommen bin. Dann ist das wohl der richtige Weg. Das würde mich jetzt aber nicht bombenmäßig reizen, hier jetzt voll das Let's Play davon zu machen. Weil ich verlaufe mich ja schon. Da ist hier die Tür offen gegangen. Ups.
Kopf ab. Das, wenn ich R1 drücke, dann kann er doch ausweichen. Ach, hier ist das schon, ja, die respawnen die Gegner. Ne, ich breche da hier mal ab. Das ist mit Sicherheit kein schlechtes Spiel. Ich wollte noch mal zeigen, was für Spiele ich in der Sammlung habe. Und da ist hier das hier. Und so ein Legacy of Kain Teil habe ich da auch noch für. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Man hat nichts gesehen. Wo ich speichern kann. Hier, es gibt nur Spiel beenden. Selber Option auch nicht. Ist aber merkwürdig. Ja, aber warum man das speichert, man weiß es nicht. Da gibt es Speicherpunkte, die man hier haben muss. Was gibt es denn für Bonusinhalte in dem Spitzenspiel? Making of Gedöns. Produktion, Filmanleitung, Werbematerial, Charaktere, Umgebung. Das ist ein Sorry Vines Musik. Oh, man kann sich sogar die Musikstücke hier anhören. Das so, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und sag mal bis zum nächsten Mal von 2001 Crystal Dynamics.